Hallo und willkommen beim Lernvideo Die elektrische Leistung P. Ich bin Philipp und in dieser Einheit erkläre ich euch, was man unter der elektrischen Leistung versteht. Als Vorbereitung solltet ihr euch schon über die physikalische Leistung und den elektrischen Strom im Allgemeinen sowie das Ohmsche Gesetz im Speziellen informiert haben. Beginnen werden wir hier wie üblich mit einer Definition der Größe. Was bedeutet elektrische Leistung und in welche Einheit drückt man sie aus? Danach schauen wir uns die Berechnung der elektrischen Leistung an. Je nachdem, welche Werte einer Schaltung gegeben sind, kann man sie über verschiedene Formeln bestimmen und ich werde euch diese zeigen. Zum Schluss fassen wir das Gelernte noch einmal in einigen Beispielen zusammen. Hier könnt ihr dann anschaulich verstehen, was die elektrische Leistung eigentlich ist. Kommen wir also zur Definition. Die physikalisch-elektrische Leistung gibt an, wie viel elektrische Energie in einer gewissen Zeit umgesetzt werden kann. Wie ihr wisst, kann man mit Hilfe von Strom Energie übertragen. Durch zum Beispiel Glühlampen oder Motoren kann diese nun in andere Energieformen wie Licht oder mechanische Arbeit umgewandelt werden. Die elektrische Leistung gibt jetzt genau die Energiemenge an, die hierbei umgewandelt wird. Eine Glühlampe, die viel elektrische Leistung benötigt, strahlt im Allgemeinen sehr hell. Sie wandelt viel elektrische Energie in kurzer Zeit in Licht um. Ein Motor, der eine geringe elektrische Leistung benötigt, leistet sprichwörtlich weniger. Er wandelt kaum Energie pro Zeiteinheit in mechanische Arbeit um. Wichtig zu beachten ist, dass es sich um eine Leistung handelt. Die Größe ist somit zeitabhängig. Betrachten wir zum Beispiel zwei Glühlampen, wobei Lampe 1 die doppelte Leistung von Lampe 2 zugeschrieben wird. In einer Stunde wandelt sie also doppelt so viel elektrische Energie um wie Lampe 2. Oder anders gesagt, damit beide Lampen insgesamt die gleiche Menge an Energie umwandeln, muss Lampe 2 doppelt so lange brennen. Es geht also nicht um absolute Energiemengen, sondern stets um Energie pro Zeiteinheit. Das spiegelt sich auch in der Einheit der elektrischen Leistung wider. Sie entspricht der allgemeinen physikalischen Leistung, also Watt. 1 Watt ist hierbei 1 Joule pro Sekunde. Eine Lampe mit 1 Watt Leistung wandelt also 1 Joule Energie in jeder Sekunde um. Das Formelzeichen der Leistung ist wie im allgemeinen Fall ein großes P, wie im englischen Wort für Power. Die physikalische Leistung wird herkömmlich über die Formel P gleich E durch T berechnet. Hierbei ist E die Energiemenge, die in der Zeit T umgesetzt wird. In der Elektrizitätslehre ist die meist nützlichere Berechnungsmethode für die elektrische Leistung allerdings eine andere. Liegt Gleichstrom vor, so ergibt sich die elektrische Leistung P als Produkt der elektrischen Spannung U und der Stromstärke I. Es gilt also P gleich U mal I. Diese Formel ist leicht zu merken, auch wenn sie dem Ohmschen Gesetz sehr ähnlich ist. Hier gilt nämlich, der Ohmsche Widerstand R ist gleich U durch I. Dieses kann man im Übrigen benutzen, um die Gleichung für die Leistung etwas umzuformen, sofern der Abnehmer sich wie ein ohmscher Widerstand verhält. Denn stellt man das ohmsche Gesetz etwas um, so ergibt sich U gleich R mal I und I gleich U durch R. Setzt man dies in die Formel für P ein, so ergeben sich zwei andere Formen. Es ist nun P gleich R mal I Quadrat bzw. P gleich U Quadrat durch R. Wir erhalten also 4 kompakte Formeln, um die elektrische Leistung zu berechnen. Je nachdem, welche Größen E, T, I, U und R man gegeben hat, kann man sich die passende Gleichung nehmen, um die Leistung zu berechnen. Wir können uns nun also einigen Beispielrechnungen widmen. Heutzutage werden in Deutschland hauptsächlich umweltfreundliche Energiesparlampen benutzt. Eine Energiesparlampe hat ca. 11 Watt Leistungsbedarf. Leuchten soll sie aber so hell wie eine herkömmliche Glühlampe mit 60 Watt Leistung. Das ist möglich, da die Funktionsweise eine vollkommen andere ist und mehr sichtbares Licht und weniger Wärme erzeugt wird. Wir wollen berechnen, wie lange man eine solche Energiesparlampe brennen lassen kann, um die gleiche Energieumsetzung zu bekommen, die eine herkömmliche Lampe gleicher Helligkeit in einer Stunde tätigen würde. Die hierfür verwendete Gleichung ist die für die allgemeine physikalische Leistung. Umgestellt nach der Energie lautet sie E gleich P mal T, beziehungsweise aufgelöst nach der Zeit T gleich E durch P. Unsere herkömmliche Glühlampe soll eine Stunde mit einer Leistung von 60 Watt brennen.
Eingesetzt ergibt sich also E gleich 60 Watt mal eine Stunde. Eine Stunde hat hierbei 60 mal 60, also 3600 Sekunden. Die Glühlampe setzt also 216.000 Joule Energie um. Als nächstes müssen wir die nach der Zeit umgestellte Formel benutzen. Denn wir wollen ja nun wissen, wie lange eine Energiesparlampe brennen müsste, um die gleiche Energiemenge umzusetzen. Es gilt also T gleich E durch P. Eingesetzt ergibt sich T gleich 216.000 Joule durch 11 Watt. Das sind ca. 19.600 Sekunden. Oder 5,4 Stunden. Man sieht also, dass Energiesparlampen eine gute Investition sind. Als nächstes würden wir gerne wissen, welche Stromstärke nötig wäre, um die Energiesparlampe mit 11 Watt zu betreiben, wenn eine Gleichspannung von 220 Volt anliegt. Die benötigte Formel ist natürlich P gleich U mal I oder umgestellt I gleich P durch U. Nach kurzem Einsetzen erhalten wir eine nötige Stromstärke von I gleich 11 Watt durch 220 Volt. Das sind 0,05 Ampere. Die dritte Aufgabe, die wir uns stellen möchten, ist, den ohmschen Widerstand der herkömmlichen Glühlampe mit 60 Watt bei einer Stromstärke von 2 Ampere zu berechnen. Hierfür verwenden wir die Formel P gleich R mal I Quadrat oder umgestellt R gleich P durch I Quadrat. Nun müssen wir lediglich einsetzen. Wir erfahren, dass unsere Glühlampe einen Widerstand von 15 Ohm hat. Wie ihr seht, ist es auch von Vorteil, dass es so viele kompakte Gleichungen zur elektrischen Leistung gibt. Zwar müsst ihr 4 Stück auf einmal lernen, jedoch sind die Berechnungen alle fix erledigt. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zusehen und verabschiede mich. Euer Philipp Physik.